die 1525 zum Schutze gegen die sich erhebenden Bauern errichtet wurde. Daneben ist der Turm des weltberühmten Glockenspiels zu sehen, wobei das Glockenspiel in um 7, 11 und 18 Uhr ertönt. Zu sehen sind auch die drei grünen Kuppeln des Doms zu Salzburg, der im Jahre 1666 unter Erzbischof Marcus Sittikus errichtet wurde. Es gab dort bereits vorher Kirchen, diese jedoch fielen immer Bränden zum Opfer. Im Zweiten Weltkrieg wurde die große Kuppel des Doms durch einen Bombentreffer schwer beschädigt. Neben dem Dom befindet sich die Residenz zu Salzburg, die einen Teil des Domquartiers beherbergt. Im Domquartier mit einer Größe von 15.000 Quadratmeter sind mehr als 2.000 Exponate der barocken Kunst zu bewundern.